Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt das 10.000 Abonnenten-Special. Und ich habe mir was Besonderes für euch einfallen lassen. Und zwar ist vor zwischen schon 13 Jahren schon mal ein Film am Stollhof gedreht worden. Von einem Filmemacher von der ARD, Thomas Junker. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere, dem seine Reisedokumentationen laufen, sonst halt im MDR und WDR und NDR. Der hat mal im Nachbarort gelebt zu der Zeit und sind auch heute noch sehr gut befreundet. Na, auf jeden Fall hat der einen Film gemacht, hat mich ein Jahr lang begleitet und daraus ist ein Film geworden, der heißt Ein Bauernjahr. Den möchte ich euch jetzt gern zeigen. Also ich bitte die Qualität ein bisschen zu entschuldigen, das ist halt alles noch in PAL-Qualität, so wie es halt vor 13 Jahren fürs Fernsehen produziert wurde. Also ich hoffe, dass euch der Film gefällt und wünsche euch eine gute Zeit. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Thomas Kögelsberger, ich bin der Biobauer vom Stollhof in Deining. Der Stollhof ist seit 250 Jahren im Besitz der Familie Kögelsberger. Seit 1976 wird er ökologisch bewirtschaftet. 2005 habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen und ich lebe hier auf dem Hof mit meiner Frau Miriam und meinen drei Kindern, Sarah, Jakob und Hanna, und natürlich mit meinen Eltern, die mir auch noch fleißig zur Hand gehen. Das ist das Problem bei den Rindviechern, die haben bloß Blödsinn im Sinn. Gefüttert wird hauptsächlich eigentlich einmal am Tag mit Silage. Und das wird im Mischwagen gemischt mit Heu zusammen und Graskops und Viehsalz, also das ist Steinsalz und Mineralstoffmischung. Und wenn es halt nicht ganz langt, also füttert immer so, dass meistens nach Mittag das Silo aus ist, also gefüttert wird abends, reicht über die Nacht dann bis Nachmittag ungefähr. Und dann kriegen die Kühe nochmal ein Heu mit dem Ladewagen. Und da drüben das Jungvieh, die fütter ich alle zwei Tage mit Silage und Heu. Und das reicht dann, also die Menge so, dass es für zwei Tage reicht. Genau. So, sollte wieder halten. Hoffentlich. So. Das ist praktisch jedes Feldstück, jedes Feld, wo wir haben, ist da aufgeführt mit der Größe und was da letztes Jahr drauf stand. Es kodiert als 451, zum Beispiel ist Wiese. Und bei uns ist der deutsche Beamte nur glücklich, wenn er wirklich einen schönen Antrag in der Hand hält. Und das ist dann sozusagen dieser Mehrfachantrag. Und da wird, wie der Name schon sagt, ist es nicht nur ein Antrag, sondern ein Antrag für verschiedene Sachen. Damit, mit diesem Antrag, das ist sozusagen der Antrag auf Betriebsprämie, Ausgleichszulagen, Kulturlandschaftsprogramm, Eiweißpflanzenprämie, Energiepflanzenprämie und Stärkekartoffeln, Schalenfrüchte und Tabakbeihilfe ist alles in einem Antrag zusammengefasst. Dadurch, dass die Milchpreise jetzt
doch deutlich zugelegt haben letztes Jahr, ist es so, dass ich auf das Geld nicht unbedingt angewiesen bin. Aber letztes Jahr war es noch so, dass ich also deutlich darauf angewiesen war. Also ich rechne ungefähr, dass mir der Liter Milch, das, was er mich kostet, wenn ich jetzt für mich selber 10 Euro in der Stunde Lohn ansetze und so als Vollkostenrechnung, dass mich der Liter Milch ungefähr 50 Cent kostet. Im Dezember 2006 waren wir bei 33 Cent. Und kann sich also jeder ausrechnen, dass ich praktisch mit jedem Liter Milch, also entweder habe ich ja Geld mitgegeben oder ich habe für einen Euro in der Stunde gearbeitet. Jetzt im Moment schaut es anders aus, also Ökomilchpreis ist über 50 Cent und damit verdiene ich mein Geld. Aber trotzdem nimmt man es doch ganz gern mit, um Anschaffungen zu tätigen, die also lang auf die lange Bank geschoben worden sind, einfach zu reinvestieren im Betrieb. Und naja, es kommen ja vielleicht auch wieder andere Zeiten, wo der Milchpreis wieder sinkt. Damit die bayerischen und deutschen Bauern konkurrenzfähig im Vergleich zum Weltmarkt sind, gibt es da Ausgleichszahlungen. Das ist einmal die sogenannte erste Säule. Das sind Direktzahlungen von der EU. Da gibt es einfach für einen Hektar Acker 299 Euro und für das Hektar Grünland 89 Euro. Und darauf aufgesattelt dann noch betriebsindividuelle Prämien, sei es jetzt beim Milchviehbetrieb eben eine Milchprämie. Und dann gibt es die sogenannte zweite Säule, das sind Maßnahmen, also praktisch, wo der Landwirt was tun muss dafür oder Geld kriegt dafür, dass er was tut. Zum Beispiel jetzt der ökologische Landbau oder Ausgleichszahlungen für irgendwelche Bergbauernprogramme, Wiesenbrüterprogramme, wo Landwirte sich verpflichten, einfach später zu mähen, dadurch natürlich auch ein schlechteres Futter kriegen, damit die Wiesenbrüter mit dem Brüten fertig werden und nicht sozusagen die Eier im Nest zusammengemäht werden. Schauen wir mal, ob es was wird. So. Die Winterfütterung für meine Milchkühe, die mache ich mit Silage und die wird im Mischwagen mit Heu und Graskops und Mineralstoffmischung, also sprich Viehsalz und Kalk, geschnitten und gemixt und dann den Kühen vorgelegt. Die Futter gibt es hauptsächlich im Winter, immer fütter ich immer abends. Und im Frühjahr raus, ja, bis das Silo leer ist. Also wenn ich genügend Silo habe, dann kann das schon mal Juli, August werden. Habe ich wenig Silo, dann ist im Mai schon Ende und sind wir im Mai schon im Gras. Warum heute? Ich sehe Hafer. Hafer ist ein Sommergetreide und gehört so Ende März, Anfang April gesät. Und ja, das mache ich gerade. Also der Acker ist vor vielleicht 4 Wochen geackert worden. Und heute bin ich noch mit der Saatbettkombination durchgefahren. Und jetzt säen wir.
Auf was kommt es drauf an? Damit man gut sehen kann, also erstens auf Saatbett. Das Saatbett soll ordentlich hergerichtet sein, nicht zu grob, weil sonst fällt, also sonst zu wenig Feinanteil drin, dann fällt das Korn zu tief und rundum bloß große Schollen, dann kann es schlecht aufgehen. Zu fein soll es auch nicht sein, weil wenn es zu fein ist und der nächste Regen kommt, dann hat man, dann verschlemmt der Boden und macht dicht, dann hat man einfach, ja, es soll auch nach dem Regen noch krümelig sein, sodass die kleinen Pflänzchen gut rauskommen. Auf die richtige Saattiefe, das soll so 3 bis 4 cm tief abgelegt sein. Legt man es zu tief, dann dauert es einfach zu lang, bis das Getreide aufgeht, beziehungsweise es geht auch zu wenig Getreide auf. Legt man es zu hoch, kommt die nächste Saatkrähe und holt sich da ihr Mittagessen. Und dann muss natürlich sauber gesät sein, schön auf Anschluss, nicht dass man zwischen den 3 Meter breiten Sämaschinenstreifen dann wieder einen halben Meter Platz hat oder mal eine Überlappung, sondern soll dann schon akkurat sein. Das sind die Sachen, die man als Landwirt so liebt. Die Sämaschine zu hoch und die Säcke zu schwer. Die muss man so hochheben. Und dann auch noch schlecht zugebunden. Wo hast du das Saatgut her? Ist das Spezielles? Oder? Na, in dem Fall ist es jetzt einfach ein geerntetes Getreide von letzten Jahr. Das ist gereinigt worden auf eine Saatgutreinigung oder Getreidereinigung, damit kein Unkraut drin ist. Und also ich mach's, ja, dadurch, dass ich das Getreide ja eigentlich immer alles selber hernehme zum Viecherfüttern, habe ich natürlich auch immer was da. Und also ich baue es nicht jedes Jahr nach, also Nachbau hat praktisch, wenn man vom geernteten Getreide wieder was aussät, also so alle 2 bis 3 Jahre kaufe ich zertifiziertes Saatgut und dann wird wieder 1-2 Jahre nachgebaut. Und ja, geht auch, wächst schön. Wenn man es dann zu lang macht mit dem Nachbau, dann kann es schon mal sein, dass es schlecht wird, dass es weniger Ertrag gibt. Ja. Insgesamt, das ist ein bisschen schwierig, weil in Deutschland und in der EU muss ja alles geregelt sein. Also im Moment darf ich ackern 4,33 Hektar. Acker ich zu wenig, habe ich einen Fehler gemacht und darf nächstes Jahr nicht wieder meine 4,33 Hektar ackern. Acker ich zu viel, werde ich gestraft und mir werden von meinen Zuschüssen was weggestrichen. Also es ist im Moment, also ich könnte 20 Hektar ackern, aber ich darf nur 4 Hektar ackern. Keine einsame Arbeit. Außer, dass wir Filmteams zuschauen. Nein, ist keine einsame Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit. Eine schöne, abwechslungsreiche Arbeit. Da kann man vielleicht natürlich auch ein bisschen Routine, aber da hat man den Kopf frei, kann ein bisschen denken, über alles Mögliche nachdenken, was man noch sonst noch so machen muss. Ist Erholung. Kein Stress. Wir verkaufen zum großen Teil also Ware von uns, was am Hof hergestellt wird. Getreide, Fleisch, Wurst, also in Rohmaterial und in verarbeitet. Und zusätzlich natürlich Naturkostwaren, Trockenware, Obst, Gemüse, Wein. Wir sind sehr stadtnah, 20 Kilometer bis München. Und die meisten Leute kommen aus Grünwald,
also aus der näheren Umgebung, aus dem Stadtrand und Stadtgebiet. Ja, den nächsten. Die Hecke ist, man sagt, die kleine Schwester vom Wald. Also es, deswegen haben wir es gesetzt. Erstens haben die Mikroorganismen irgendeinen Rückzug von, es kennen ja die Kriechtiere. Ein Kriechtier zum Beispiel, die geht ja bloß 70 Meter raus in die Felder. Oder ein Vogel fliegt bloß 70 Meter, er braucht dann wieder Schutz der Reife. Das müsste an sich, so eine Heckenlandschaft müsste also vernetzt sein. Also alle 150 Meter Hecke und da hätte es einen Wert. Also der Brüdenhals ist ein Refugium für die Vögel. Es sind Obstbäume drin, 80 Obstbäume ungefähr. Und es ist halt so, dass die dreistufig aufgebaut ist, dass der Wind also durchschleicht und nicht der Wand ist, der, wo der Wind einfach drüber fällt und hernoch genauso stark ist, sondern das bremst den Wind ganz gewaltig. Ja, es blüht immer was. Es ist so aufgebaut, dass eben das Blühen anfängt. Es blüht nicht auf einmal, sondern es blüht einmal zuerst der Schlehdorn, dann blüht der Weißdorn und dann kommt der Hartriegel und was und dann die Obstbäume. Also es ist immer so, dass die Bienen und die Insekten auch immer dass das ganze Blütezeit auseinanderzogen ist. Und dann im Herbst eben die Früchte. Es geht von der Pfaffenkappe an, das ist ja der bei uns das Rotkehlchen so notwendig braucht, und dann die ganzen Beerenfrüchte für die Amseln. Oder wenn einmal die nordischen Vögel kommen, der Seidenschwanz oder was, da hat man dann einen Haufen Beeren von der Schlehdorn, vom wolligen Honigstrauch. Und die Sachen, die haben dann einfach Futter für die Wildtiere. Jetzt hast du langsam geschafft. Oder auch nicht. Ja. So, jetzt tun wir auf die Weide die Jungviecher, die wo letztes Jahr schon auf der Alm waren. Die sind alle trächtig, werden also irgendwann im Laufe des Sommers ihr Kalb bekommen. Und ja, die kennen Elektrozaun schon und dann brauche ich nicht so rennen. Ja, während die, wo noch nicht gedeckt sind, die kommen dann auf die Alm später mit dem Stier, damit sie dann trächtig wieder runterkommen. Was heißt, da brauche ich nicht so rennen? Ja. Wenn Sie einen Elektrozaun noch nicht so kennen, dann kann es schon mal sein, dass Sie einfach durch den Zaun durchrennen. Und dann heißt es Jungvieh fangen. Und da habe ich jetzt heute überhaupt keine Lust dazu. Ja. So, ja gut. Sieh mich. Ja, jetzt nehmen wir noch eine von den Kühen mit, eine trockene, also die, wo im Moment auch nicht gemolken wird. Und möglichst eine, die wo sich durchsetzen kann gegen die ganzen Jungspunde und der Brave ist, weil dann ist nämlich die Herde auf der Weide nicht deppert und rennt davor, sondern da kommt dann die alte Kuh, die Topas in dem Fall, kommt her zu mir und die anderen kennen wir auch alle. Und wenn man irgendwie, ja, einer ist halt immer der Chef. Und wenn man da einen Chef, Chefin hat auf der Weide, der ja, Angst hat vor Menschen und immer bloß davon rennt, dann rennen alle anderen nach, auch wenn sie eigentlich ganz gern da bleiben würden. Darf ich vorstellen, das ist Topas. Topas geht mit auf die Weide, ist schon eine alte Dame, hat inzwischen 14 oder 15 Kälber schon zur Welt gebracht, also ungefähr 16, 17 Jahre alt und ist eine ganz schnuste alte Dame. Wer ist das? Hat noch keinen Namen. Die kriegen einen Namen erst, wenn sie das erste Mal kalben. Davor gibt es keinen Namen, weil man eh wieder vergisst. Gell? Musik.
Wie war das jetzt? Eine spinnt immer. Drei waren brav, aber die eine hat gemeint, sie müsste mich immer links überholen. Wahrscheinlich BMW-Fahrer, sage ich jetzt nicht. Und naja, das Rücklicht vom Traktor hat sie auch gekillt. Und naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da, weiß ich, dass es geht. Schau! Ja, in dem Schneeboch ist, dann ist natürlich wunderbar zum Rumhupfen. Ja. So. Zeit, oder? Ja, ich hoffe es doch, dass sie brav reingehen. Weil die wollen jetzt eh raus. Sag her, weil sie Hunger haben. Und ja, nachher. Ja, wer weiß nicht, dass man nicht drüber hupft. So. Jetzt haben wir das. Lass mich mal da durch. Weil ich seid ihr meine Braven. Geht jetzt da rein! Mensch! Hopp! Ein Rückwärtsgang habt ihr gut, oder? Komm! Komm! Passiert euch doch nichts! Geht's her? Wir gehen nach oben! Schieß! Geh rein! Die normal sind die schlauer, die Kühe, wie die Pferde. Sagt die Pferde haben immer Schiss, gell? Die brauchen da ewig. Aber die Kühe, die sagt, geh nochmal brav, aber heute wollen sie nicht. Ist andersrum. Nein, das ist andersrum, ja. Wir fahren auf der Alm. Wir fahren jetzt Richtung Tötz, das heißt am Buchberg, und da verbringen sie ihre Sommerfrische. Urlaub sozusagen. Ja, andere machen Urlaub am Bauernhof und meine Rindviecher machen Urlaub auf der Alm. Ja, die gehen raus, gehen sie leichter. Wir sind am Buchberg. Das ist ja, gleich unterhalb liegt die Stadt Tötz und der Golfplatz bei Tötz. Und da verbringen meine Jungviecher, was heißt immer so 13, 14 Stück, ihren Sommer. Und ich bin ein bisschen abgeregnet und das von der Sonne beschienen. Und das ist dort der Gesundheit gut und Camping. Ich habe mir zwar von allen die Nummern aufgeschrieben, aber ich habe so viel hin und her da, dass ich glaube ich nicht mehr genau weiß, wer jetzt da oben ist und wer nicht. Jetzt muss ich mir noch ein paar Nummern aufschreiben. Und was macht der Bauer vom Welt? Der nimmt das Handy und schreibt es da rein. Ja. Da, jetzt habe ich da gerade noch eben, jetzt haben wir da gerade noch diese drei. Geht mit unserer Kuhmilch. Sag, 40 Grad warm mache ich die. Was hast du da jetzt? Ja, gibt es gleich was. Erzähl mir mal, was mit dem. Ja, also wie war das? Am Donnerstag ist das geboren. Das war Zwillinge, waren das? Vom Strobelschorsch. Ich habe ja auch welche, aber meine sind schon groß. Auf jeden Fall am Freitag kam er und hat gesagt, das waren Zwillinge und die Mutter wollte nur eins mehr. Und das andere hat sie richtig weggeschubst. Also mit dem Kopf richtig böse auf das. Und es hat dann schon eben zwei Tage nichts gehabt. War schon ganz klapprig und dünn. Und dann habe ich schon gedacht, das wird nichts mehr. Aber sagt, dann habe ich gleich eine Babyflasche. Die Hanna hat ihr ein Titi hergegeben, sagt ja, die Babyflasche. Und dann ging das wunderbar. Haben wir die Milch von den Kühen auf 40 Grad, knapp 40 Grad, sag 38 Grad, so Körpertemperatur warm gemacht. Gell. Und dann erst wenig, 50 Milliliter. Ich weiß nicht, wie viel das erwischen darf. Und jetzt trinkt es aber schon 100 Milliliter. Und alle so 2-3 Stunden, sagt er. Das ist so eine Süße. Von Wunder, gell?
Lämmchen. Komm schon, du bist Lämmchen. Du bist Lämmchen. Prozess der Silagebereitung. Also es wird gemäht. Im Regelfall einen Tag vorher. Wird dann am nächsten Tag, also an dem Tag, wo man dann siliert, wird das Gemähte gekreiselt, also mit einem Kreiselheuer wird das praktisch breitgelegt, damit das Gras einen Teil vom Wasser verliert. Also es soll dann ungefähr, wenn man es in Silo tut, soll es ungefähr Trockensubstanzgehalt haben von 40 bis 50, also besser an die 50% Wasser, Trockensubstanz. Und dementsprechend auch die Hälfte Wasser, weil Frischgras hat ja ungefähr 80% Wasser und plus 20% Trockensubstanz. Dann wird es mit dem Kreiselschwader wird's geschwadet, wird praktisch das breitgelegte Gras auf Reihen gezogen, den man dann mit dem Ladewagen oder mit dem Häcksler aufladet. Und dann wird es am Hof hergefahren und mit dem Radlader auf den Haufen geschoben und verdichtet, sodass er möglichst die ganze Luft heraus ist. Und dann wird es luftdicht abgedeckt. Was heißt silieren? Silieren heißt einfach konservieren, also mit konservieren, das wird das Futter für den Winter. Und das, was dahinter steckt, ist eigentlich derselbe Prozess wie bei der Sauerkrautherstellung. Da wird praktisch der Zucker, der im Gras drin steckt, wird durch Milchsäurebakterien umgewandelt in Milchsäure und macht das Futter so haltbar. Also es ist ganz genau wie Sauerkraut, nur eben nicht aus Kraut, sondern aus Gras. Was machen wir jetzt? Ich habe letzte Woche Triticale dreschen lassen. Und jetzt fahre ich Mist auf das Feld drauf, auf das Stoppelfeld. Einfach um Nährstoffe nachzuführen und ja, ist gut für die organische Substanz, für den Humusaufbau im Boden. Und ja, außerdem habe ich einen Mist, also muss rausgefahren. Warum lagert der ausgerechnet hier? Ja, das ist so ein Stückel da, wo fester Boden da ist und wo man dann gut mit dem Radlader wieder aufladen kann. Und darum lagere ich den zweimal, dreimal im Jahr, fahre mir Mist. Und irgendwo muss ich es zwischenlagern. Und das wird halt meistens entweder am Feldrand gemacht oder hier auf diesem Platz. Wie läuft es? Ja, gute Frage. An sich sind wir recht zufrieden. Das Wetter ärgert uns bisweilen ein bisschen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir zu viel Regen haben, aber irgendwie ist es recht unbeständig. Also es ist immer, zu viel Zeit darf man sich nicht lassen mit dem Mähen oder mit dem Dreschen oder so. Also wenn du nicht gleich draus bist am Feld, dann bringst du deine Zeit nicht mehr heim. Also es ist halt, ja, besser wie verrenkter Sommer, aber es ist schon ein bisschen anspruchsvoller heuer. Ja, ich habe nicht so viel Mist, ich habe ja hauptsächlich Gülle und das bisschen Mist, was kommt, das ist halt von den Pferden und Schweinen und Esel und von den Abkalbeboxen und von den Kälbern. Also ich fahre meistens zweimal ungefähr im Jahr fahre ich Mist weg und ja, also im Frühjahr meistens auf die Wiesen und ja, jetzt so im Sommer halt auf die abgeernteten Getreidefelder und
So, Kinder. Reicht eigentlich, oder? Was kriegen jetzt die Kleinen? Die kriegen Graskops. Also praktisch getrocknetes und gepresstes Gras von meinen Wiesen. Und dann Getreideschrott. Auch den eigenen? Auch den eigenen. Ja. Mischung aus 2/3 Tritikale, 1/3 Hafer. Jetzt weißt du das ganz genau. Was ist jetzt eigentlich das Besondere an eurem Hofsystem? Das Besondere ist, wir arbeiten seit 1976 als Biobetrieb, also im ökologischen Landbau, nach den Richtlinien von Bioland, verzichten auf sämtliche chemisch-synthetischen Düngemittel, Spritzmittel, arbeiten ohne Gentechnik, also ohne die Agrogentechnik, und versuchen halt eine Kreislaufwirtschaft, eine natürliche Kreislaufwirtschaft zu praktizieren. Ah, jetzt kommt es nicht mehr meckern. Thomas, wie lange dauert es eigentlich bei so einer Kuh, bis das Kalb kommt? Du, das ist wie beim Menschen verschieden. Es gibt Kühe, die brauchen lang. Da kann man sich die Beine im Bauch stehen und um 12 Uhr in der Nacht sagt man, jetzt geht man ins Bett und in der Früh liegt dann das Kalb da. Und es gibt andere, die wo innerhalb von einer Stunde das Kalb rauspatzen. Also es gibt alles, wie bei Menschen. Also kein Unterschied. Und wie viele Kälber habt ihr hier im Jahr so durchschnittlich? Ja, es sind 50 Kühe und jede Kuh bringt im Schnitt einmal im Jahr Kälber. Also 50 Kälber. Das war jetzt eine normale Geburt, so wie es sein soll. Und jetzt werden wir den Nabel desinfizieren und den Kalb ein bisschen runterziehen aufs Stroh, dass es schön abschlecken kann. Und ja, dann brauchst du halt die nächsten Stunden, muss ich die Kuh melken und der Kalb Biestmilch geben, eine Cholesteralmilch. Das ist wichtig fürs Immunsystem, damit das Kalb halt gesund bleibt. Und ja. Und dann hoffen wir, dass schnell groß wird. Im Stehen. Ja, was sagt man denn da? Und der Kuhkalbi. Das habe ich befürchtet. Ja. Mit der Zwillingsgeburt. Auf der einen Seite schön, wir haben zwei gesunde Kälber, die beide richtig rumgekommen sind. Also normalerweise bei der Zwillingsgeburt kommt eins in Steißlage. Und das war jetzt alles so extrem problemlos. Auf der anderen Seite schade, weil wir haben ein Kuhkalbe und ein Stierkalbe. Und da kann man davon ausgehen, dass das Kuhkalbe unfruchtbar ist. Also einmal keine Kuh wird und keine Kälber bringen wird und damit natürlich auch keine Milch geben wird. Und ja, also leider auch Schnitzel.
Ja, wir haben jetzt ein Grommer gemacht. Also sprich für einen Laien ein Heu. Bloß das Heu ist immer vom ersten Schnitt und das Grommet, ist vom zweiten, dritten, vierten Schnitt. Das ist jetzt der zweite Schnitt. Wird also getrocknet als Dürrfutter und nicht wie Silage, wird ja bloß angeweckt und dann auf dem Haufen gefahren und mit der Folie abgedeckt, luftdicht, und das ist dann so eher ja, Silage ist wie Sauerkraut, und das Heu bzw. das Grummet ist trocken. Ja, wie sagt man so schön, im März der Bauer die Rösslein anspannt, da haben wir Hafer gesät, im März, Ende März war es, Anfang April. Ja, jetzt ist er zeitig, also sprich reif, und wird droschen. Ja, also ich habe einen Landwirt aus dem Nachbarort angerufen und der trischt ihn jetzt mit seinem Mähdrescher. Wie zufrieden bist du mit dem, was hier heuer gewachsen ist? Ja. Wenn jetzt nur ein Hafer draufstehen würde, wäre ich nicht zufrieden damit. Aber ich habe den Hafer extra dünner gesät, weil ich gleich ein Gras unten reingesät habe. Und von daher, das Gras ist schön gekommen und der Hafer, der ist auch einigermaßen, bin zufrieden doch. Jetzt müssen wir doch mal schauen, was wir Tonnen drin haben oder was wir Gewicht drin haben. 2,5 Tonnen, ja, kann besser sein, aber für knappes Hektar, 25 Doppelzehn, geht. Für das, wie er gestanden ist, überraschend viel. Wie ist die Qualität? An sich schön. Ja, da ist eine schöne große Kerndl. Jetzt ist noch der Grünzeug mit drin, ganz klar. Sogar noch ein paar Unreife. Ich meinte, der war zeitig. Aber das, die Kerndl sind schön, kann man nichts sagen. Nicht viel Dreck dabei, passt. Nehmen wir mit. Machen wir einen Deckel zu, damit der Fahrer nicht die Scheiße ins Genick kriegt. Wir sind eigentlich das ganze Jahr beim Güllefahren, aber wir haben am Samstag das letzte Mal siliert, also es waren jetzt 4 Schnitte, die wir gemacht haben heuer. Und ja, nach jedem Schnitt wird Gülle gefahren, und nachdem es der letzte Schnitt ist, wird es auch so ziemlich das letzte Mal Güllefahren sein. Und Gülle ist Flüssigmist, wird praktisch alles, was auf den Laufflächen, was die Kühe praktisch auf dem Beton und so verlieren, an Kot und Urin, das gibt zusammen eben eine flüssige Suppe, und das ist die Gülle. Und die wird halt mit dem Fass ausgefahren, und das letzte Mal haben wir ja Mist gefahren, Festmist gefahren, da haben wir Miststreuer genommen.
hab da was für dich. Ja? Ne, komm. Ah, was ist los? Komm. Auf geht's. Komm. Das geht bei den Rindviechern recht schnell. Da gibt es nicht groß Vorspiel, sondern wenn die Kuh geil ist, sprich stiert, dann hupft er drauf und deckt sie. Und dann ist schon vorbei. Also das erste Mal war schon Treffer und das zweite Mal, das war bloß noch, wie soll man sagen, Nachspiel. Ja, wir haben ungefähr 50 Kühe und die sollten jede Kuh einmal im Jahr Kalb bringen. Das heißt, 50 Mal wird gedeckt und zwei Drittel macht ungefähr der Stier und der Rest ist künstliche Besamung, also mit eingefrorenem Bullensperma. Auf der Alm, da lässt sich's lieben, denn im Herbst wird abgetrieben. Nein, wir machen heute Almabtrieb und Lastwagen steht schon da. Und den werden wir jetzt dann gleich auflegen und dann hochherfahren. Ja. Jetzt werde ich mir bloß noch eine raussortieren, die schon bald, die schon Euter drin hat, die bald zum Kalben kommt, weil die tue ich dann nicht mehr am Hof aufwart, sondern die kommt dann gleich in Stein. Was bringt das Jahr über die Kühe auf der Alm? Ja, wir machen das jetzt eigentlich schon seit irgendwie 20 Jahren und da haben sie einen Spaß und können ein bisschen bergauf und runter, rauf und runter laufen und ist gut für die Muskeln und fürs weitere Leben. Mit der sind wir nochmal auf Wort. Ja. Wie haben sich denn die Viecher benommen? Ja, gut, die sind ganz brav. Das sind ganz brave gewesen heuer. Doch. Warum? Ja, warum? Weil sie gut gefordert sind und weil wir schönes Wetter haben. Und der Ausblick ins Isartal, das mögen sie ganz gern. Miriam, wie viel Pferde habt ihr? Im Moment 5. Ja, wir haben noch den alten Haflinger eben, aber jetzt sind es 5 Pferde. Und ihr reitet jeden Tag, oder? Versuchen wir ja. Wenn es geht von der Zeit her, doch. Auch wenn es oft nur kleine Runden sind, aber doch, eigentlich schon jeden Tag. Ja. Unseren alten Haflinger, der ist jetzt leider mittlerweile auch schon tot, aber der hat schon im Wald die Bäume rausgezogen noch. Also den haben wir schon noch arbeiten lassen. In dem Sinn, da haben wir war nett, eine Badewanne, eine abgeschnittene, hinten dran gehängt und dann haben wir die Bäume reingerollt und mit dem hat sie sich natürlich leicht getan, aber das hat sie toll gemacht. Doch. Aber die sind leider mittlerweile alle, ja, vor 2-3 Jahren, gell, die Karin gestorben ist, ja. Aber die waren auch schon so alt. Und das sind nur noch reine
Hobbytiere, ja. Zum Vergnügen. Okay. Ja. Wir fahren jetzt zum Hohen Holz zum Häckseln. Ja, hinten am Isar-Hochufer habe ich meinen Hackholzhaufen. Da zieht schön der Wind durch und dann wird es über das Jahr ein bisschen trocken. Und jetzt zum Ende vom, oder was heißt, schön im Herbst werden wir es häckseln. Machen Hackschnitzel, damit ich es im Winter warm habe. Ist, wenn einem der Kameramann den Rücken zudreht, kann man mit dem Kran am Kopf grauen. Mache aus dem Holz mache ich solche Hackschnitzel und die frisst mein Ofen. Also ich habe eine Zentralheizung, das heißt der ganze Hof ist mit, hängt an einem Ofen dran mit Fernwärmeleitungen und ich mache praktisch aus dem Restholz, was im Wald sonst ja, liegen bleibt, also das Wertholz wird verkauft und das Restholz fahre ich im Frühjahr, fahre es auf meinen Lagerplatz hin und da bleibt es den ganzen Sommer liegen, damit es ein bisschen trocken wird und jetzt im Herbst häcksle ich es. Eben zu so kleinen Holzhackschnitzeln und mit denen heize ich mein Haus. CO2 neutral, klimafreundlich und auch gut für den Geldbeutel. Das lieben sie, sag ich. Alle Schweinchen lieben das. Schön. Oh. Oh. Da werden die ganz ruhig und das. Miriam, wie viel Schweine habt ihr denn? Im Moment gerade nur noch das eine, sag ich. Aber die waren bis vor ein paar Tagen zu zweit. Aber die haben jetzt so ja, knappe 100 Kilo, denke ich schon, und sind jetzt schon. Der Strolch ist eben schon beim Metzger, sagt er. Gibt jetzt lecker Salami. Und sie, denke ich, wird auch bald, weil die jetzt einfach schon so groß sind. Die haben wir die gekriegt vor einem halben Jahr als Ferkel. Und das ist ja richtige Fleischrasse. Die haben es jetzt richtig, ja, immer Hunger. Und sind jetzt einfach schon so groß, dass sie jetzt fertig sind. So schade, wie es ist, sagt er. Aber wir kriegen wieder welche. Zwei kleine. Thank you.
was ich mit den Strichen mache. Wir haben inzwischen November, es geht auf Ende November und ich möchte also vor Weihnachten noch Holz schlagen, um es zu verkaufen. Also wird praktisch Bauholz für Bretter, Balken, was man so alles aus Fichtenholz macht. Und da habe ich mir das Stück rausgesucht, weil wir da von Norden schon ein bisschen aufgemacht haben und da fängt die Naturverjüngung, also die jungen Bäume wachsen da schon von selber in Bestand rein. Und jetzt muss ich praktisch ein paar alte Bäume rausnehmen, damit die Jungen eben genug Licht haben und damit sie wachsen. Und den zum Beispiel habe ich jetzt rot gemacht, weil da haben wir vielleicht schon 5 oder 10 Jahren eine Tanne daneben gesetzt. Und ja, ich finde, jetzt ist Zeit, jetzt muss der alte weichen, dass die noch ein bisschen mehr Luft kriegt. Bei mir im Wald, ich mache das mit der Naturverjüngung. Und das heißt, es wird zwar schon ein bisschen was gepflanzt, also die Bäume, die ich gern haben möchte, aber wo es im Altbestand, sprich bei den alten Bäumen, noch nicht drin sind, die pflanze ich, wie zum Beispiel die Tanne da neben dir, die ist gepflanzt. Während die hier, die Fichten, wo man da überall sieht, die sind einfach von selber gekommen, sozusagen aus Samen von den alten Bäumen, sind die aufgegangen und sparen mir natürlich Arbeit und Zeit, weil ich sie nicht pflanzen muss und sorgen einfach dafür, dass ich schon mal 10 Jahre voraus bin, weil schon mal die jungen Bäume unten drin stehen. Und ein Teil geht natürlich kaputt beim Fällen, aber im Endbestand habe ich dann vielleicht noch 200 oder 300 Bäume auf dem Hektar stehen. Und was bei den Jungen steht, das sind irgendwie, keine Ahnung, 100.000, was da auf dem Hektar wachsen. Ja, letzte Woche war es noch grün, das Wochenende hat es geschneit, ist der Winter eingekehrt. Es wird Zeit, dass wir die Bäume aus dem Wald rausbringen, die wo letzte Woche die Holzhacker geschlagen haben. Und ja, ich möchte die vor Weihnachten noch verkauft haben, weil meistens nach Weihnachten der Preis schlechter wird. Und jetzt pressiert's, jetzt müssen wir sie rausfahren. Probleme haben wir eigentlich keine, außer dass vielleicht am Anfang, wenn man mit dem Kranwagen fährt, das Öl recht kalt ist und alles langsam geht. Aber sonst ein bisschen mehr Frost wäre recht, dann wäre der Boden gefroren, könnte man besser fahren drauf. Aber ansonsten keine Probleme. Ganz wichtig, dass man den Kontakt pflegt zu seinen Mitarbeitern. Okay? Nicht nur bei BMW, sondern auch bei uns. Ja, Digga.
Ja, freilich. So. Den täglichen Rhythmus, den geben uns die Kühe vor. Wir müssen zweimal am Tag gemolken werden, in ziemlich genau 12 Stunden Abstand. Ja, da gruppieren sich alle anderen Arbeiten rundum. Ich meine, die Kälber müssen ausgemistet werden und fressen einem an der Hose. Und die Kühe und Stier und so muss ausgemistet werden, muss alles sauber gemacht werden. Und Kühe gefüttert und was dazu alles dazugehört. Wie viele Kühe sind es momentan? Momentan sind es nicht so viele, im Moment sind es ungefähr 35 Stück. Es ist so, dass einer melkt in der Regel und der eine macht die Nebenarbeiten, weil die Nebenarbeiten haben genauso viel wie die Melkarbeiten, also das sauber machen, wegräumen, mal Kühe bringen. Und in der Regel, mit 4 Melkzeugen machen wir das allein. Und zwar seit 40 Jahren mit der gleichen Einrichtung. Man muss am jeden Finger muss man ein Auge haben. Wenn man das kontrolliert, das Alter, und langt es an, dann muss ich also mitgrillen, ist das Alter etwas wärmer, kann da mal Verletzungen dran sein. Ist das heute in Ordnung? Ja, wir haben seit 81. Mit einer Ausnahme haben wir kein Penicillin mehr verwendet, kein Insektizid, kein Hormon. Sondern das macht man ganz viel homöopathisch, aber sehr viel auch isopathisch. Das heißt, Gleiches mit Gleichem. Also wenn einem Alter was fehlen würde, dann tut man die Milch, ein paar Tropfen Milch hochpotenzieren und gibt es der Kuh wieder auf den Rücken. Und dann habe ich an sich am Alter nie irgendwas. Ne? Auf meinem Bauern, ja. Ja, sagen wir mal so, Fazit, es ist alles eigentlich ganz gut gelaufen. Bin soweit recht zufrieden. Es war jetzt kein besonders gutes Jahr. Also am Anfang, also wenn es mich am Anfang gefragt hätte, hätte ich gesagt, boah, das wird ein Jahr. Milchpreise gut, alles gut. Ja, Milchpreis ist nicht mehr so toll, aber sonst sind wir gesund und ja, es läuft. Also es ist durchschnittlich. Wetter war okay, hat uns zwar im Sommer ein bisschen geärgert, weil es nicht stabil genug war. Also die schönen Wetterperioden waren ein bisschen arg kurz. Aber soweit war es in Ordnung. Macht es noch Spaß, Bauer zu sein? ja, du weißt ja, Beruf kommt von Berufung. Und wenn es nicht Spaß machen geht, dann würde man an dem Beruf kaputt gehen, dann würde man sich gleich was anderes suchen. Also es ist ein Stück weit Hobby, das ist ganz normal so. Also anders hält man 70, 80 Wochenstunden hält man anders nicht durch, wenn man bloß sagt, das ist. Also als Job geht es nicht, es geht nur als Berufung und als Hobby.